Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Liegt alles an Zeit und Glück? Sind Sie lediglich ein Spielball blinden Schicksals, blinder Götter? Ich möchte heute noch nicht einmal über gläubige und abergläubige Vorstellungen sprechen, wie zum Beispiel die berühmte schwarze Katze oder dass man nicht unter einer Leiter hindurchgehen soll oder wenn man Salz verschüttet, was geschieht, dass man auf Holz klopfen soll, dass man sich Amulette dann umhängt. Mittlerweile ist es ja auch schon ein Usus geworden bei gewissen Fußballspielern, dass bevor die einen Freistoß ausführen, dass die sich bekreuzigen, dass die vielleicht sogar den Boden küssen, nachdem sie den Freistoß ausgeführt haben, ob er jetzt zu einem Tor geführt hat oder nicht, dann bekreuzigen sie sich wieder. Darum geht es mir heute gar nicht einmal. Es geht mir lediglich um die Frage, sind Sie vom Zufall abhängig? Oder um es anders auszudrücken, wird ein wahrer Christ von Zeit und Zufall gelenkt? Bestimmen Zeit und Zufall oder Zeit und Glück, wie das Leben eines Christen endet oder wie es sich gestaltet? Nun, einige, die sich ein wenig in der Bibel auskennen, werden sagen, ja natürlich, das steht ja ganz klar im Buch Prediger geschrieben, dass wir alle von der Zeit und dem Zufall und dem Glück und dem Unglück abhängig sind. Schauen wir uns diese Stelle einmal an, in Prediger Kapitel 9 und in Vers 11. Prediger Kapitel 9 und Vers 11. Da sagt Salomo, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Nun, die Zürcher Bibel übersetzt hier, sondern alle trifft Zeit und Zufall. Die Patlauch-Bibel übersetzt, vielmehr Zeit und Glück kommt ihnen allen entgegen. Und am akkuratesten vielleicht, wenn man sich den hebräischen Urtext anschaut, bringt es die Menge-Bibel, wo es heißt, sondern sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Die berühmte englischsprachige King James-Bible übersetzt es wie folgt, doch Zeit und Zufall trifft sie alle. Nun, bevor wir uns mit der beabsichtigten Aussage dieser Stelle eingehend befassen, machen wir uns klar, dass keine deutsche, keine englische Übersetzung, keine französische in diesem Sinne inspiriert ist, mit anderen Worten, dass da keine Fehler auftauchen können. Der biblische Urtext, der hebräische Urtext im Alten Testament, der griechische Urtext im Neuen Testament, der ist in der Tat inspiriert. Aber Übersetzungen können Fehler aufweisen. Und wenn wir Unstimmigkeiten feststellen, dann ist es natürlich notwendig, dass wir uns auf den Urtext zurückbesinnen. Nun, im hebräischen Urtext steht zunächst einmal für das Wort, das hier mit Glück oder Zufall oder Umständen übersetzt wurde, das hebräische Wort Pega, P-E-G-A. Und das ist ein interessantes Wort. Das kommt nämlich nur noch ein einziges Mal in der Bibel vor, im Alten Testament, abgesehen von dieser Stelle hier im Prediger 9. Und zwar in 1. Könige 5. 1. Könige 5, die Verse 17 und 18. Und interessant ist, dass es auch hier wiederum der König Salomo ist, der dieses Wort gebraucht. Und schauen wir uns an, in welchem Zusammenhang. 1. Könige 5, die Verse 17 und 18. Hier spricht Salomo zu dem König von Tyros, Hiram, die folgenden Worte. Du weißt, dass mein Vater David nicht ein Haus bauen konnte, dem Namen des Herrn seines Gottes, um des Krieges willen, der um ihn her war, bis der Herr seine Feinde unter seine Füße gab. Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, Ruhe gegeben ringsum, so dass weder ein Widersacher noch ein böses Hindernis mehr da ist. Nun, das Wort für böses Hindernis im Hebräischen ist das gleiche Wort, Pega. Zürcher gibt es hier mit Missgeschick wieder. Patloch schreibt, noch stört keine schlimme Heimsuchung. Nun, als Anmerkung möchte ich hier kurz erwähnen, dass in einigen Bibeln hier eine abweichende Zählweise vorherrscht. In diesem Falle findet sich die Stelle unter 1. Könige 5, Vers 4, wie ich sie aus der Lutherbibel vorgelesen habe, in Vers 18 oder andersherum gesagt, hier ist es Vers 18, in anderen Bibeln findet es sich hier in 1. Könige 5 und Vers 4.
Aber wenn wir diese Aussage näher analysieren, dann ergibt sich Folgendes. In Prediger 9, Vers 11 sagte Salomo, sie alle trifft Zeit und Unglück oder Zufall, mit anderen Worten Pega. Doch hier in 1. Könige 5 und Vers 18 sagt er, dass ihn, Salomo, kein Unglück, keine schlimme Heimsuchung, kein Missgeschick, kein Pega trifft, weil Gott ihm ringsum Ruhe verliehen hat. Besteht hier ein Widerspruch? Nun fragen wir uns zunächst einmal, was wir unter dem Wort Zufall verstehen. Wie wird das Wort definiert? Eine Enzyklopädie, die Funk and Wagner's Standard Dictionary, schreibt, dass Zufall die Möglichkeit ist, dass alles und jedes geschehen kann. Das DTV-Lexikon sagt uns, Zufall ist zunächst einmal der Sprache der Mystik entnommen. Und was oft als die blinde Macht des Schicksals beschrieben wurde. Nun fragen wir uns erneut. Sind wahre Christen der blinden Macht des Schicksals unterworfen? Kann in ihrem Leben alles und jedes geschehen? Sind wahre Christen dem blinden Zufall bedingungslos ausgeliefert? Schauen wir uns einmal an, was Jesus Christus hierzu gesagt hat in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, angefangen in Vers 1. Lukas Kapitel 13 und angefangen in Vers 1. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht euren falschen Lebenswandel aufgebt und einen neuen, besseren Lebenswandel beginnt, wenn ihr nicht bereut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Vers 4. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Nun, Christus sagt uns hier, dass die, die von Pilatus getötet wurden, dass die, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, dass die dieses Schicksal erlitten, weil sie keinen Schutz von Gott erhalten hatten. Man könnte also sagen, Gott ließ es zu, dass Zeit und Zufall über sie kamen. Ein Unfall, ein Unglück geschah ihnen, weil sie sich zu jener Zeit an jenem Ort befanden, an dem die Soldaten mörderisch wüteten oder an dem zum Beispiel dieser Turm auf sie niederstürzte. Doch Christus sagt uns hier noch mehr. Er sagt uns, wenn ihr, das heißt ihr meine Jünger, die ihr meine Jünger sein wollt oder werden wollt, wenn ihr nicht bereut, Buße tut, wie er sagt, dann werdet auch ihr so umkommen. Mit anderen Worten, Christen, die bereut haben, die werden dann nicht mehr so umkommen. Wie so? Nun, sie sind nicht mehr dem Zufall unterworfen. Über wahre Christen regiert der Zufall nicht. Schauen Sie, Salomo, dem Gott Ruhe gegeben hatte, der war dem Zufall nicht mehr unterworfen, wie er selbst sagte. Der war nicht mehr von dem Zufall abhängig. Der Zufall regierte nicht mehr sein Leben. Da Gott in seinem Leben wirkte, konnte er alles und jedes in seinem Leben als von Gott zugelassen erkennen. Mit anderen Worten, nur das, was Gott direkt wirkte oder zuließ, war in Salomos Leben von nun an von Bedeutung. Mit anderen Worten, es besteht ein wesentlicher Unterschied, den es zu verstehen gilt, zwischen einem Christen oder jemandem, mit dem Gott begonnen hat zu wirken, und dem Rest der Welt. Um diesen wesentlichen Unterschied zu begreifen, vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal, über wen Salomo das Buch Prediger geschrieben hat. Mit anderen Worten, was für eine Art von Leuten beschreibt er?
beschreibt er hier in diesem Buch wahre Christen, gottergebene Diener. Sicherlich ist das Buch für uns, wir sollen es lesen, um daraus Erkenntnis zu erlangen. Aber was sind das für Leute, über die Salomo schreibt? Nun kehren wir zu dem Buch Prediger zurück und schauen wir uns einmal näher an, wen Prediger hier beschreibt. Prediger Kapitel 1 und Vers 14. Prediger Kapitel 1 und Vers 14, da heißt es: Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Kapitel 3 und Vers 16. Weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechtes war Gottlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Kapitel 4, Vers 1. Wiederum sah ich alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren zu mächtig, sodass sie keinen Tröster hatten. Kapitel 7, Vers 15. Prediger 7 und Vers 15. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Kapitel 8 und Vers 14. Es ist eitel, was auf Erden geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Ich sprach, auch das ist eitel. Schauen Sie, Salomo beschreibt diese Welt, diese Zivilisation, diese üble Welt, von der Paulus auch spricht. Eine Welt abgeschnitten von Gott. Eine Welt, die sich nicht um das kümmert, was Gott ihnen zu sagen hat. Prediger Kapitel 2, kehren wir zurück zum zweiten Kapitel. Angefangen in Vers 22. Prediger 2 und Vers 22. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Einige hebräische Kommentare, nebenbei gesagt, sagen auch, dass dieser Ausdruck unter der Sonne andeutet, dass es nicht mehr darum geht, was über der Sonne geschieht. Mit anderen Worten, die Menschen kümmern sich nicht um das, was Gott will. Vers 23. Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Schauen Sie, Menschen werden beschrieben hier, die sich nur um materielle Dinge kümmern. Und das bringt natürlich letztlich dann nur Kummer und Herzeleid. Prediger Kapitel 5. Prediger Kapitel 5, angefangen in Vers 13. Denn der Reiche kommt um durch ein böses Geschick. Man könnte sagen, durch ein Unglück, durch einen Zufall. Und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Wie einer nackt von seiner Mutter Leibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist. Und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. Und das ist ein böses Übel, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist. Was hilft's ihm denn, dass er in den Wind gearbeitet hat? Sein Leben lang hat er im Finsteren und in Trauer gesessen, in großem Grämen und Krankheit und Verdruss. Man kann noch so reich sein. Diese Tatsache bleibt nach wie vor bestehen. Einer der reichsten Menschen der Welt, der war allerdings auch so 5 oder 6 Mal oder wie immer verheiratet. Der hat einmal gesagt, ich würde mein ganzes Geld geben für eine glückliche Ehe. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, materielle Reichtümer anzusammeln, wenn man wirklich Gott gehorsam sein will. Gott kann einen segnen und kann einem auch natürlich sogar Reichtum geben, wie er auch Abraham reich gemacht hat. Aber es ging Abraham nicht um den Reichtum, wenn Sie den Unterschied verstehen. Hier wird eine Welt dargestellt, meine Damen und Herren, die nichts von Gottes Plan versteht. Schauen wir uns Prediger Kapitel 3 an und Vers 11. Prediger 3 und Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ja, mit anderen Worten, der Mensch kann sich die Vorstellung machen, dass er vielleicht sogar ewig leben könnte oder dass jemand ewig leben kann. Ein Tier kann sich diese Vorstellung nicht machen. Aber gleichwohl heißt es, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Der Mensch kann es nicht von sich aus
ergründen. Darum geht es hier. Auch in Kapitel 8, Prediger 8 und Vers 17. Und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er es doch nicht finden. Und heute gibt es viele Weise, angeführt in Anführungszeichen, die meinen, sie hätten herausgefunden, wie zum Beispiel überhaupt die Welt entstanden ist, durch einen Urknall, durch Gase, die dann sich gefunden haben auf dieser Erde und Leben erzeugt haben. Und dann wurde diese widersinnige, unsinnige Idee der Evolutionslehre entwickelt. Gott sagt, dieser sogenannte Weise, der kann überhaupt nichts verstehen, denn er lehnt die inspirierte Wahrheit Gottes ab, die nur von Gott kommen kann. Aber dies ist keine Beschreibung wahrer Christen. Wahre Christen verstehen Gottes Plan. Wahre Christen verstehen, was Gott hier auf Erden tut. Churchill hat einmal gesagt, nur ein Blinder müsste sich eigentlich die Frage stellen, dass wir hier lediglich zufällig sind und dass es keinen Plan gibt. Ob Churchill allerdings den Plan Gottes verstanden hat, ist eine zweite Frage. Aber wahre Christen können den Plan Gottes verstehen, weil Gott den Plan ihnen offenbart. Schauen wir uns dies einmal in 1. Korinther Kapitel 2 an. Nicht von sich aus kann der Mensch verstehen, was Gott tut, aber mit der Hilfe Gottes, durch seine Offenbarung, kann es verstanden werden. 1. Korinther Kapitel 2, angefangen in Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Vers 8. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Weiter in Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch, der von Salomo beschrieben wird im Buch Prediger, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Schauen Sie, auch hier macht Paulus den gleichen Unterschied, den Salomo im Buch Prediger macht. Den Unterschied zwischen natürlichen Menschen, die Gottes Geist nicht haben, den Menschen dieser Welt, die Gottes Geist und Gottes Plan natürlich nicht begreifen können, und den Menschen, die von Gott erleuchtet sind, die Gottes Vorhaben erkennen, weil Gottes Geist ihnen diese Erkenntnis gibt. Wahre Christen arbeiten auch nicht nur für materielle Dinge, wie Salomo sie im Buch Prediger beschreibt. Das ist nicht ihr endgültiges Ziel. Schauen wir uns an, was das endgültige Ziel ist. Matthäus Kapitel 6 und Vers 33, was Christus seinen Jüngern sagt. Nicht den Menschen dieser Welt, die sich um materielle Dinge kümmern, sondern die also große Sorge darum haben, dass sie diese materiellen Dinge auch bekommen können. In Matthäus Kapitel 6 und Vers 33 sagt Christus, ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles, und hier wird dann also von materiellen Dingen gesprochen, was man essen soll, was man trinken soll, womit man sich kleiden soll und so weiter, so wird euch das alles zufallen. Aha, hier wird also vom Zufall geredet, werden jetzt einige sagen. Nun, das ist eine ausgesprochen unglückliche Übersetzung von Luther. Besser übersetzt ist die Menge Bibel. Dann wird euch das alles andere obendrein gegeben werden. Oder die Zürcher Bibel schreibt, dann werden euch alle diese Dinge hinzugefügt werden. Oder auch die Gute Nachricht, sie schreibt, so wird er euch mit allem anderen versorgen. Darum geht es hier, es ist Gott, wenn Sie den ganzen Zusammenhang der Stelle lesen, der uns diese Dinge geben wird. Es ist nicht der Zufall,
wenn wir uns zunächst einmal nach dem Reich Gottes trachten und uns um die Gerechtigkeit Gottes bemühen. Wir sehen also, dass Salomo in Prediger 9, Vers 11 ebenso wenig wahre Christen anspricht wie zuvor. In Prediger 9, Vers 11, Sie erinnern sich, wo er sagt, alles liegt an Zeit und Glück, oder besser übersetzt, sie alle trifft Zeit und Zufall. Er beschreibt die Menschen der Welt, die von Gott abgeschnitten sind. Und insoweit sagt er, für solche haben natürlich Zeit und Zufall eine Bedeutung. Erinnern Sie sich, die Menge-Übersetzung hat geschrieben, sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Sie, wer? Die Menschen dieser Welt. Wenn nämlich Salomo sich direkt an Christen wendet, an Leser, die Gottes Plan verstehen, an sie und an mich, hoffentlich, dann wählt er eine ganz andere Beschreibung. Schauen wir uns Prediger Kapitel 7 an, die Verse 16 bis 18. Prediger Kapitel 7, angefangen in Vers 16. Jetzt spricht er sie an. Nicht die Menschen dieser Welt, sondern die Menschen, die sich Gott zuwenden. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtet. Jetzt sagt er nicht mehr sie, sondern jetzt sagt er du. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht sterbest vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Salomo sagt hier zu ihnen und zu mir, sei du nicht zu gerecht. Mit anderen Worten, gehe du nicht einher, alle anderen zu verdammen, die deiner Vorstellung, die deiner Gerechtigkeit nicht entsprechen. Paulus sagt uns ja auch, dass wenn man meint, man wisse alles, dann hat man noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und Salomo sagt also uns, Ihnen und mir, den Lesern, auch, dass wir uns nicht allzu gottlos verhalten sollen. Nun, Salomo verstand, dass jeder Mensch sündigt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Der Einzige, der nie gesündigt hat, war Jesus Christus. Aber er sagt uns auch hier, übertreibe es nicht. Mit anderen Worten, besinne dich, pass auf, dass du nicht gottlos wirst. Wenn du sündigst, bereue. Bitte Gott um Vergebung. Bemühe dich nicht erneut zu sündigen. Nimm Gottes Hilfe an, der dir helfen kann, besser und besser zu werden, vollkommener zu werden im Weg Gottes. Und dann sagt er uns hier in Vers 18, in Prediger 7 und Vers 18, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wem oder was entgeht er? Nun, Vers 16 sprach davon, dass wir uns nicht durch Selbstgerechtigkeit zugrunde richten sollen. Vers 17 sagt uns, dass wir durch unser gottloses Treiben nicht vor der Zeit sterben sollen. Vor der Zeit. Schauen Sie, solange wir Gott fürchten und dementsprechend leben, werden wir dem allen entgehen. Wir werden uns nicht durch unsere Selbstgerechtigkeit zugrunde richten und wir werden nicht vor der Zeit sterben. Warum? Weil Gott es nicht zulassen wird. Weil der Zufall über uns keine Macht haben wird. Weil wir in Gottes Hand sind, nicht den blinden Mächten des Zufalls unterworfen. Sehen wir uns einen weiteren bedeutenden Unterschied an in Prediger Kapitel 9 und in Vers 10. Prediger Kapitel 9 und Vers 10. Hier sagt Salomo, alles was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tue. Und man kann auch übersetzen, alles was dir vor die Hände kommt, das tue mit deiner Kraft. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Eine der vielen, vielen Stellen der Bibel, die zeigen, dass Sie und ich keine unsterbliche Seele haben, die zeigen, dass wir nach dem Tode nicht irgendwie weiterleben, sei es im Himmel, sei es in der Hölle, sei es im Fegefeuer, sei es in Limbo. Wenn wir sterben, sind wir tot. Wir schlafen den traumlosen Schlaf des Toten, wie die Bibel es uns sagt, und wir müssen dann aus diesem Schlaf auferweckt werden. Und so ist die Auferstehung von den Toten
Unsere Hoffnung, nicht die Idee einer unsterblichen Seele, die danach bewusst weiterleben würde, davon sagt die Bibel absolut nichts. Aber er sagt hier in Prediger 9 und Vers 10, was du Leser, du Christ, du, der du ein Christ sein willst oder werden willst, was du tust, das tue du mit deiner Kraft. Und dann fährt er fort in Kapitel 9 und Vers 11 von der Welt zu sprechen. Denn hier spricht er jetzt nicht mehr von du. Er sagt jetzt nicht mehr du, sondern hier ist die Rede von ihnen, von den Menschen der Welt, ihnen klein geschrieben. Erinnern wir uns, Podloch, Menge und andere übersetzen hier sie. Also diese Menschen der Welt, nicht du, sondern sie, sind alle von Zeit und Umständen abhängig oder Zeit und Unglück kommt ihnen allen entgegen. Es heißt nicht im Original, Zeit und Zufall begegnen dir oder allen von uns. Wir lesen, was dir vor die Hände kommt, das tue. Doch Zeit und Zufall widerfährt ihnen, den anderen. Und Prediger 9, Vers 12 spricht weiter über die Menschen im Allgemeinen. Wenn es heißt, so werden auch die Menschen verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt. Das ist am Ende dieses Verses zu lesen. Auch hier wieder wird von den Menschen gesprochen, die in dieser Welt leben. Und über die kommt eine böse Zeit und die kommt plötzlich über sie. Und das deckt sich auch mit dem, was Paulus uns sagt. Im 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Und beachten Sie auch hier wieder den Unterschied, den Paulus macht, zwischen den Menschen dieser Welt und ihnen, die sie nicht mehr der Welt angehören. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn eine prophetische Zeitspanne von vielleicht einem Jahr, die kurz vor der Wiederkunft Christi beginnen wird, die allerdings dann auch noch weiter fortbestehen wird, dass das Eingreifen, das direkte Eingreifen Jesu Christi und Gottes des Vaters beschreibt. Aber es wird eine sehr schlimme Zeit sein. Und es heißt hier, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Sie, schauen Sie, wenn Sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird Sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und Sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, beachten Sie den Unterschied, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr seid alle Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Stellen wir uns erneut die Frage, war Salomo der Auffassung, dass ein Christ von Zeit und Zufall gelenkt wird? Wollte uns Salomo sagen, dass Gerechte und Weise und ihr Tun in der Hand des Zufalls sind? Kehren wir zu Prediger 9 zurück. Prediger Kapitel 9 und lesen wir Vers 1. Prediger Kapitel 9 und Vers 1. Denn ich habe das alles zu Herzen genommen, um dies zu erforschen. Gerechte und Weise und ihr Tun sind in Gottes Hand. Auch über Liebe und Hass bestimmt der Mensch nicht. Alles ist vor ihm festgelegt. Mit anderen Worten, die Gerechten, die Weisen, die wirklich Gerechten, die wirklich Weisen, die sind in Gottes Hand. Die sind nicht mehr in den Händen blinder Mächte des Schicksals, sozusagen. Schauen wir uns auch an, was David hierzu zu sagen hatte in Psalm 31. Psalm 31, angefangen in Vers 15. Psalm 31, angefangen in Vers 15. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit, also meine guten Tage, meine bösen Tage, mein ganzes Leben, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Sowohl seine guten, sowohl seine bösen Tage befanden sich unter der Kontrolle, der Herrschaft, der Leitung Gottes. Und Hiob verstand das auch.
In Hiob Kapitel 2 kehren wir zu Buch Hiob zurück. Da hatten wir ja kürzlich einige Predigten drüber gehalten. Hiob Kapitel 2 und in Vers 10, als ihm wirklich sehr viel Böses widerfuhr und seine Frau ihn dazu aufforderte, von seiner Frömmigkeit abzulassen, da sagt er in Hiob Kapitel 2 und Vers 10, er sprach zu ihr, du redest wie die törichten Weiber reden, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Von Gott ist die Idee. Mit anderen Worten, Hiob wusste, dass Gott totale Kontrolle hatte über sein Leben. Und es wird ja auch gesagt, dass Hiob in dieser Weise, in keinster Weise, etwas Falsches gesagt hatte, denn es heißt, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also was er sagte, war in der Tat richtig. Wieso ist es dann aber der Fall, dass Zeit und Zufall oder Glück, Unglück, wie immer man das jetzt bezeichnen will, sehr wohl auf die Menschen dieser Welt Einfluss haben können? Wie dies Salomo ja auch zum Ausdruck brachte. Dass sie aber nicht das Leben wahrer Christen oder solcher, die sich zum Christentum hinbewegen, beherrschen. Der Grund besteht darin, dass Gott heute bereits mit den Menschen, die er jetzt schon zu seinem Heil beruft, denn wir wissen ja auch aus anderen Predigten, dass Gott heute nicht alle Menschen zum Heil beruft, für die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die bis jetzt gelebt haben, schon lange gestorben sind, kommt die Heilsberufung erst noch in der sogenannten zweiten Auferstehung. Aber die Menschen, die Gott heute zum Heil beruft, mit denen muss er anders verfahren als mit den Menschen dieser Welt. Die bekommen ihre Gelegenheit zum Heil ja noch später. Wir lesen eine interessante Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 4 und in Vers 17. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 17. Da heißt es nämlich, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Nun, die Kirche Gottes wird das Haus Gottes genannt in vielen Stellen. Mit anderen Worten, an der Kirche, an Kirchenmitgliedern beginnt bereits das Gericht Gottes. Wir werden bereits heute gerichtet, beurteilt, wie wir uns in unserem Leben verhalten. Und dann fährt Petrus fort zu sagen, wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Nun, die werden in der zweiten Auferstehung hochkommen und werden dann ihre Gelegenheit erhalten, solange wie sie natürlich nicht schon in diesem Leben letztendlich und ohne Reue Gottes Weg abgelehnt haben. Für den Rest der Welt, wie ich sagte, kommt Gottes Gericht erst noch. Das heißt, das Ausrichten hin zu Gottes Lebensweg. Die meisten Menschen sind heute nicht von Gott berufen und genau genommen von Gott und seiner Wahrheit abgeschnitten. Als Adam und Eva sich dazu entschlossen, Gott nicht zu gehorchen, seine Regierung, seine Gesetze abzulehnen, stattdessen sich der Regierungsgewalt Satans unterordneten, seinem Willen folgten, da verhinderte es Gott, wie Sie sich erinnern können, dass der Mensch nach wie vor Zugang haben könnte zum Baum des Lebens. Der Baum des Lebens war symbolisch zu sehen. Er behandelte die Möglichkeit, eben ewiges Leben zu erhalten, den Heiligen Geist zu erhalten. Aber er beinhaltete auch wahre Erkenntnis, wahre Weisheit Gottes, die uns offenbart werden muss durch den Geist Gottes. Und die Menschen schnitten sich von dieser Wahrheit, von dieser Weisheit ab, von der Erkenntnis, wie man leben soll. Gott vertrieb den Menschen aus dem Paradies. Gott verwehrte dem Menschen Zugang zu dem Baum des Lebens, zum Heiligen Geist. Mit diesem Urteilsspruch wollte Gott dem Menschen zeigen, dass der Mensch abgeschnitten von Gott, abgeschnitten von göttlicher Erkenntnis, von göttlicher Hilfe, von göttlicher Unterstützung, dass ein solcher Mensch keinen Erfolg haben kann, dass sein Leben zu nichts führen kann, letztendlich, als zu Elend, Frustration, Not, Krieg und schließlich sogar zu der Möglichkeit der völligen Ausrottung des Menschen hier auf Erden. Christus hat es prophezeit, als er sagte, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage der Menschheit zu verkürzen, dann würde kein Mensch gerettet werden. Durch unsere falschen Vorstellungen, unsere falschen Philosophien, unsere falschen Auffassungen haben wir es dann so weit gebracht, dass wir sogar willens sind, uns selbst zu vernichten.
Gott wollte den Menschen demonstrieren, dass es keinen wahren Erfolg geben kann, wenn man sich der göttlichen Kraft, der göttlichen Hilfe, dem göttlichen Verständnis überlegen fühlt und meint, man brauche Gott nicht in seinem Leben. Und obwohl wir, wenn wir bekehrte Christen sind, noch immer in dieser Welt leben, die mit Adam und Eva ihren Anfang nahm, gehören wir doch nicht mehr dieser Welt an. Sollten es zumindest, dürften es zumindest nicht. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Schauen wir uns an, was Paulus im Epheserbrief sagt, Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Er sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, wer ist das? Satan, der Teufel und seine Dämonen. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Wussten Sie, dass es heißt, dass Satan die ganze Welt verführt? Wussten Sie, dass es heißt, dass Satan, der ja ein Geistwesen ist, in den Menschen dieser Welt am Werk ist, auch wenn die meisten Menschen dies nicht glauben, nicht verstehen, nicht begreifen, weil sie in den meisten Fällen noch nicht einmal gar nicht an Satan mehr glauben. Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Aus Gnade ist euch Vergebung der Sünde zuteil geworden. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Freiheit haben, weiter zu sündigen. Es bedeutet, dass wir uns abkehren sollen von der Sünde und jetzt gerecht leben sollen. Es ist diese Welt, die Salomo im Buch Prediger beschreibt, eine Welt, die von Gott abgeschnitten ist. Eine Welt, die von Satan gefangen gehalten ist, seinen Willen zu tun. Und diese Welt ist nichts weiter als eine Zusammenfassung aller einzelnen zu ihr gehörenden Menschen. 2. Timotheus Kapitel 2 sagt uns mehr hierüber. 2. Timotheus Kapitel 2, angefangen in Vers 24. Denn die Gefahr besteht natürlich auch, dass wir uns wieder abwenden von Gott und zurückkehren zu dieser Welt. Das ist das, wovor Salomo uns warnen will. Das ist das, wovor Paulus uns hier warnt. 2. Timotheus Kapitel 2, angefangen in Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Das ist nicht immer leicht, aber das ist etwas, was wir tun müssen. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe oder Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen. Schauen Sie, die Erkenntnis der Wahrheit kann nur von Gott kommen. Es ist Gott, der uns diese Wahrheit geben muss. Und dass sie wieder nüchtern werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Die ganze Welt wird heute von Satan gefangen gehalten, um seinen Willen zu tun, auch wenn die meisten Menschen das nicht verstehen, nicht wissen. Schauen Sie, als Gott beschloss, als Gott verkündete, dass diese gegenwärtige Welt vom Zugang zu ihm und seinem Geist abgeschnitten sein würde, da machte Gott Ausnahmen. Solche nämlich, die Gott aus dieser gegenwärtigen bösen Welt, es wird ja so in Galater Kapitel 1, die Verse 3 bis 4 beschrieben, mit anderen Worten, diese, die Gott aus dieser bösen Welt herausrufen würde, und zwar für einen bestimmten Zweck. Nicht, damit sie halt ihr Heil erhalten können, das ist der einzige Grund. Wenn Gott uns heute beruft, dann beruft er uns zu einer Aufgabe. Die würden die Möglichkeit des Zugangs zu Gott und seinem Geist erhalten. Für die würde Gott eingreifen müssen, sodass ihnen nichts zustoßen könnte, was dem ausdrücklichen und zweckbezogenen Willen Gottes zuwiderliefe. Und so sehen wir, dass zum Beispiel Noah durch Gottes Eingreifen vor dem Tode errettet wurde. Er starb eben nicht vor seiner Zeit.
Das gleiche gilt für die drei Jünglinge im Feuerofen im Buch Daniel, die sich weigerten, das Götzenbild von Nebukadnezar anzubeten, und die wurden dann in den Feuerofen geworfen, und Gott sandte sogar seinen Engel, die aus diesem Feuerofen lebendig herauszogen. Wir lesen dies von Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde, und Gott verschloss das Maul der Löwen, sodass sie ihm nichts anhaben konnten. David verstand, dass er von Gott zu einem bestimmten Zweck in diesem Leben berufen worden war. Und dass er daher auf Gottes ständiges Aufmerken, auf sein ständiges Eingreifen rechnen konnte. Schauen wir uns kurz ein paar seiner Psalmen an, in denen er das beschreibt. Psalm Kapitel 3 angefangen und die Verse 6 bis 9. Psalm 3 angefangen, Vers 6. Ein wunderbares Vertrauen, eine wunderbare Gewissheit, die David hier zum Ausdruck bringt, die wir alle haben müssen. Zu dieser Gewissheit müssen wir alle kommen. Er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. In Kapitel 4, angefangen Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 5, Vers 12. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Schauen wir uns Kapitel 7 an und Vers 11. Gott ist der Schild über mir, er, der den frommen Herzen hilft. Kapitel 9, angefangen Vers 10. Der Herr ist des Armen Schutz, des Demütigen, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässest nicht, die dich, Herr, suchen. Was sagte uns Christus? Suche zuerst Gott, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird er euch dann geben. Psalm 13, angefangen Vers 4. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Vers 6, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Kapitel 17, Vers 8. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Kapitel 20, angefangen in Vers 7. Psalm 20 und Vers 7. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel. Seine rechte Hand hilft mit Macht. Jene, die Menschen dieser Welt, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, auf Krieg, Maschinen und so weiter. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Das heißt, sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. Hilf, Herr, du König, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Und schauen wir uns auch den berühmten Psalm 23 an, den David hier so wunderschön dargestellt hat. Und überlegen wir uns, hat David wirklich geglaubt, dass seine Zeit vom Zufall abhängig sei? Psalm 23 angefangen, Vers 1. Es heißt, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ja, es wird durchaus Tage geben, die bedrohlich sein werden. Aber David sagt, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Hör sich dies so an, als ob David auch nur einen Augenblick daran gedacht haben, möge, dass ihm Zufall und Zeit oder Glück diese Dinge bescheren oder versagen könnten. David war es klar, dass Gott sein Leben führte, lenkte, leitete, bewachte, überwachte. Der Mensch, der Gott verwirft, der wird allerdings von Gott verworfen. Das ist die Warnung. Schauen wir uns Jeremia an, Kapitel 8. Jeremia, Kapitel 8 und Vers 9. Jeremia, Kapitel 8 und in Vers 9. Die Weisen dieser Welt müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie weises Leben lehren vielmehr, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Was können sie weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Zurückgehend zu Jeremia Kapitel 7 lesen wir Vers 28. Jeremia 7 und Vers 28. Darum spricht zu ihnen: Dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn seines Gottes nicht hören, noch sich bessern will. Die Wahrheit ist dahin und ausgerottet aus ihrem Munde. Vers 29. Schere deine Haare ab und wirf sie von dir und wehklage auf den Höhen. Denn der Herr hat dies Geschlecht, über das er zornig ist, verworfen und verstoßen. Warum? Weil sie eben Gott und seine Wahrheit verworfen hatten, die sie zumindest in einem gewissen Grade kannten. Hosea Kapitel 4. Hosea Kapitel 4. Und Vers 6. Hosea Kapitel 4 und Vers 6. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Und diese Stelle wird ausgesprochen bedenklich, wenn wir uns vorstellen, dass Gott, wenn er von seinem Volk spricht, von seiner Kirche sprechen könnte. Wie viele in Gottes Kirche haben die Wahrheit Gottes abgelehnt? Er fährt fort zu sagen, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Viele Prediger haben Gottes Gesetz verlassen, lehren heute, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will auch ich deine Kinder vergessen. Denn unsere Lebensweise hat Einfluss sogar auf unsere Kinder. Wenn wir Gott wohlgefällig leben, werden dadurch auch unsere Kinder beeinflusst. Wenn wir ein Leben führen, das Gott total ablehnt, können wir auch nicht unbedingt erwarten, dass unsere Kinder dann ein gutes Leben führen. Es kann vorkommen, wenn Gott in seiner Barmherzigkeit unsere Kinder beruft. Aber schauen Sie, was unsere Lebensweise für einen negativen, sowohl als auch positiven Einfluss auf unsere Kinder haben kann. Schauen wir uns auch kurz 1. Samuel Kapitel 15 an. 1. Samuel Kapitel 15 und Vers 26. 1. Samuel 15 und Vers 26. Samuel sprach zu Saul. Saul, der König, der den Heiligen Geist hatte. Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen. Und der Herr hat auch dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seiest. In Kapitel 8, in 1. Samuel und Vers 7. Der Herr sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn die wollten auch einen König haben, wie alle anderen Heidenvölker einen König hatten. Die wollten nicht mehr, dass Gott über sie herrschte. Und so sagt Gott hier: Gehorche dem, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, sagt Gott, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Was würde die Konsequenz sein? Vielleicht erkennen wir auch hieraus ein wenig, warum wir heute in der Welt in einem solchen unglücklichen Zustand uns befinden. Vers 18 im gleichen Kapitel. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, weil euch nicht gefällt, was der so tut, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Schauen Sie, Gott hatte sie gewarnt. Er hatte denen gezeigt, was ein menschlicher Herrscher alles über sie bringen würde, inklusive Kriege. Aber die wollten ihren König. Und so bekamen sie ihren König. Weil der Mensch will, dass Satan über ihn herrscht, vielleicht unbewusst, aber gleichwohl, weil sie ja Gott ablehnen, in der Konsequenz heraus, wollen sie dann eben nicht mehr, dass Gott über sie herrscht, dann wird Gott auch zunächst nicht mehr über sie herrschen. Gott wird nicht verhindern,
das Unheil über sie hereinbricht. Denn sonst würde der Mensch nicht sehen, dass die Sünde, in der er lebt, zu Unheil führt. Nur durch die Erkenntnis, dass Sünde Konsequenzen hat, wird er letztlich Gottes Eingreifen haben wollen. Und erst wenn der Mensch gelernt hat, dass seine Sünden nichts weiter hervorbringen als Elend und Leid, dann wird Gott eingreifen und den Menschen vor seinem Verderben, seiner Auslöschung bewahren. Doch wie ich sagte, Gott macht Ausnahmen für die, die sich Gott unterstellen wollen. Kehren wir zu den Psalmen zurück. Psalm 33. Psalm 33, die Verse 18 und 19. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode. Mit anderen Worten, die würden nicht vor ihrer Zeit sterben. Dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Schauen wir uns Psalm 34 an, angefangen in Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Vers 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Vers 18. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Vers 20. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Schauen Sie, nicht Zeit und Zufall. Es ist keine Frage von Glück und Unglück. Es ist eine Frage, ob Gott einem beisteht oder nicht. Das heißt also nicht, dass Gott in keinem Falle zulassen wird, dass Gerechte leiden. Vielmehr müssen sie ja durch Leiden gehorsam lernen. Selbst Christus musste durch sein Leiden gehorsam lernen, erkennen, was es heißt, im Leiden gehorsam zu sein. Sie müssen ihren Charakter vervollkommnen. Sie müssen Mitgefühl für andere entwickeln. Sie müssen lernen, Trost zu spenden. Doch Gott wird es sein, der entscheidet, wie viel erlitten werden muss, erlitten werden kann und für wie lange. Jene, die sich entschlossen haben, von Gott nichts wissen zu wollen, vielleicht sogar ohne das richtig erkannt zu haben, jene mögen von Zeit und Zufall abhängig sein. Doch selbst insoweit mag Gott sich entschließen, einzugreifen, aufgrund seiner großen Güte, seiner großen Barmherzigkeit, wenn sie vielleicht zu Gott beten, ohne ihn wirklich zu kennen, oder weil wahre Christen für sie beten. Und Gott muss immer wieder eingreifen in das Weltgeschehen, um seinen Plan durchführen zu können. Und er muss dann vielleicht auch sogar in das Leben von gewissen Herrschern, Königen, Politikern und so weiter eingreifen, damit seine Prophezeiungen, die er in der Bibel niedergeschrieben hat, erfüllt werden können. Doch jene, die Gottes Herrschaft in ihrem Leben wollen, die Gott untertan sein wollen, über diese Zeit und Zufall nicht mehr herrschen, sondern Gott wird sie führen, er wird sie leiten. Und wenn Gott in einem gewissen Falle nicht einzugreifen und spezifisches Unheil zu verhindern scheint, dann aufgrund seiner wohlüberlegten, spezifisch durchdachten Absicht, es nicht zu tun. Und das geschieht immer aus Absicht heraus, zu einem guten Zweck, zu unserem Besten. Nicht, weil er nicht in der Lage war, Unheil abzuwenden oder weil der Zufall über uns herrscht. Christen sind heute zu einem Zweck berufen. Dieser Zweck ist, sich als Mitglieder der Gottfamilie zu qualifizieren. Dieser Zweck ist, hineingeboren zu werden in die Familie Gottes, ein Geistwesen zu werden, ein buchstäblicher Sohn oder Tochter Gottes. Und nichts kann geschehen, nichts wird geschehen, diesen Zweck zu zerstören, es sei denn, wir selbst zerstören ihn. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 10 an. 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 13.
Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, oder man könnte sagen menschliches Leid. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt oder leiden lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, das Leid, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Dies bedeutet, und das ist ein Versprechen, dass Gott jede Sekunde über uns wachen muss, dass er zu jedem Zeitpunkt darüber Bescheid wissen muss, wie es um uns steht. Glauben wir wirklich, dass dann noch Raum besteht für Zeit, für Zufall, für Glück, für Unglück in unserem Leben? Bedenken wir, wenn wir noch mehr Zeit benötigen, um uns für sein Reich zu qualifizieren, dann können wir nicht vor unserer Zeit sterben. Denn Gott wird seine Absicht durchführen. Paulus hat gesagt, er war überzeugt davon, dass Gott seine Absicht in uns zu Ende führen wird. Schauen wir uns in Philipper Kapitel 1 an, was er in Vers 6 sagt. Philipper Kapitel 1 und in Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu, bis an den Tag, wenn Jesus Christus zurückkehren wird, um uns, wenn wir noch leben sollten, zu verherrlichen, wenn wir bereits gestorben sind, aus dem Grab herauszuholen und uns ewiges Leben zu geben. Wenn ein Unfall oder irgendein anderes Missgeschick zu viel für uns wären, sodass wir sie nicht ertragen könnten, dann kann und wird ein solcher Unfall nicht geschehen können. Denn Gott verspricht uns ja, ich bin treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Manchmal meinen wir vielleicht, wir haben nicht genug Kraft, um ein gewisses Leid ertragen zu können, aber wir mögen vielleicht überrascht sein, wie viel Kraft wir wirklich haben in einer gewissen Situation. Und welch ein Trost, welch eine Ermutigung, welch eine Zuversicht sollten wir aus dieser Erkenntnis gewinnen, dass Gott in unserem Leben herrscht, dass wir in Gottes Hand sind, dass wir nicht mehr abhängig sind von Schicksalsschlägen, über die keine Kontrolle besteht. Einige haben mir gesagt, ja, aber Gott hätte ja gar nicht so schnell eingreifen können, denn die Gefahr kam so plötzlich, so schnell im Bruchteil einer Sekunde, da hätte Gott ja nichts machen können, damit konnte man nicht rechnen. Was für eine Kurzsichtigkeit. Schauen wir uns einmal an, was wir in Jesaja Kapitel 40 lesen über Gottes Weisheit, über seine Macht. Jesaja Kapitel 40 und in Vers 27. Jesaja Kapitel 40 und in Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mit anderen Worten, Gott kann nicht sehen, was ich tue. Mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Gott ist niemals zu müde, uns zu helfen. Und er ist niemals nicht weise genug, um uns auf die richtige Weise helfen zu können. Es gibt auch keinen Ort, an den wir uns begeben könnten, wo wir uns vor Gott verbergen könnten. Und David hat das auch erkannt. In Psalm 139. Psalm 139 lesen wir angefangen in Vers 7. Psalm 139 und angefangen in Vers 13. Psalm 139, fangen wir ruhig mit Vers 7 an. Psalm 139, angefangen in Vers 7. Da fragt er, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten sehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meere, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Schauen Sie, wir waren Gott noch nicht einmal verborgen, als wir im Mutterleib heranwuchsen. Überlegen Sie sich das. Schauen Sie sich an, was David in Vers 13 sagt. Psalm 139 in Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Begreifen wir, dass nichts, was in unserem Leben geschieht, Gott gleichgültig sein kann. Nichts ist zu unbedeutend für ihn. Psalm 139, Vers 2. Psalm 139, Vers 2. Da sagt David, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Gott erkennt und versteht unsere Gedanken. Vers 3. Oder gehen wir zurück zu Vers 3. Er sagt, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Also auch hier sehen wir, dass nichts Gott verborgen ist. Wenden wir uns an das Neue Testament und schauen wir uns an, was Jesus Christus selbst gesagt hat in Matthäus Kapitel 10 und in Vers 30. Matthäus Kapitel 10 und in Vers 30. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Stellen Sie sich das vor. Gottes Verstand ist so unausmesslich, so unbeschränkbar, dass er sogar weiß, wie viele Haare sie auf ihrem Haupt haben. In Matthäus 6 und Vers 8 geht Christus sogar noch weiter. Matthäus 6 und Vers 8. Ihr sollt nicht denen gleichen, die darum herplappern wie die Heiden, sondern es heißt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott weiß sogar, um was wir beten werden, noch bevor wir darum beten. In Epheser Kapitel 3 und Vers 20 geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Epheser Kapitel 3 und Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Potlochbibel schreibt, der Macht hat, weitaus mehr zu tun als alles, was wir erbitten oder ersinnen. Gott kann also noch weitaus mehr tun, über das hinausgehen, was wir selbst ihn erbitten, was wir darum bitten. Und so ist es also auch Gott in unserem Leben und nicht etwa der Zufall, der uns Gelegenheiten gibt, gute Werke zu tun. Haben Sie schon einmal daran gedacht? In Epheser Kapitel 2 und Vers 10 lesen wir. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Schauen Sie, David verstand den gewaltigen Einfluss Gottes auf sein Leben und die unvorstellbare Anteilnahme Gottes an seiner Person. Und das Gleiche gilt auch für uns. Kehren wir noch einmal zu den Psalmen zurück. Psalm 56. Psalm 56 und Vers 9. Psalm 56 und Vers 9. Er sagt zu Gott, zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. David sagte, nicht eine Träne, die ich im Leid vergieße, wird vor Gott vergessen sein. Schauen wir uns auch in Buch Maleachi. Maleachi Kapitel 3 an, was geschrieben steht über diejenigen, die Gott suchen, die sich von Gott führen und leiten lassen wollen. Maleachi Kapitel 3 und Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Denken wir an Salomo zurück. Der König Hiram verkündete, dass kein böses Missgeschick, kein Widersacher mehr in seinem Leben war, dass Gott ihm Ruhe gegeben hatte. Und das deckt sich auch mit der folgenden Stelle im Buch der Sprüche, Kapitel 16. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 7. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 7.
Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Schauen Sie, wiederum ist es Gott, nicht der Zufall, der Umstände schafft, die sogar zum Frieden führen. Aber nur dann, wenn unsere Wege ihm wohlgefallen. Denn auch Frieden ist kein Zufall. Krieg ist kein Zufall in unserem Leben. Die Lehre, dass der Zufall das Leben eines Christen nicht beherrscht, zieht sich durch die ganze Bibel. Noch schnell ein paar Stellen in Psalm 91, angefangen in Vers 3. Psalm 91, angefangen in Vers 3. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliehen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Vers 7. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Der Zufall wird keinerlei Macht über dich haben. 2. Timotheus, Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 18. Da sagt Paulus, der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und wird mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre und ewig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie ich sagte, wenn Gott einen Plan in uns bewirkt, wenn er das gute Werk in uns begonnen hat, wird er es auch vollenden. Paulus wusste, dass Gott ihn von allem Übel erlösen würde. Gott würde es tun. Zufälligkeiten würden nicht mehr über ihn herrschen. Kehren wir nun zum Abschluss noch einmal zu Prediger Kapitel 9 zurück. Prediger Kapitel 9 und die Verse 10 bis 11, wo ja vom Zufall die Rede ist. Was wollte uns hier Salomo sagen? Nun, er wollte uns sagen, dass eine Warnung hier besteht. Die Warnung an uns ist die, nicht unseren engen Kontakt mit Gott zu verlieren. Denn dies könnte dazu führen, dass wir zurück in die Welt kehren und gehen, aus der wir gekommen sind. Und darum beschreibt Salomo nun diese Welt. Und er sagt uns in Vers 10, wenn du wieder in die Welt zurückgehst, geistlich gesehen, dann mag dir deine Schnelligkeit beim Laufen nicht helfen, denn du kannst gleichwohl verlieren. Dann mag dir deine Stärke im Kampf nicht helfen, denn du kannst gleichwohl unterliegen. Dann mag dir deine Klugheit nicht helfen, Reichtum zu erlangen, und letztlich mögen auch trotz deines Verstandes Gunst oder Begünstigung ausbleiben. Warum? Nun, weil in der Welt, in die du zurückkehrst, weil du dich von Gott entfernt hast, Zeit und Zufall oder Glück regieren. Du hast den Schutz Gottes, du hast seine Herrschaft über dich abgelehnt und du bist nun wieder den blinden Mächten dieser Welt unterworfen. Doch solange wir mit Gott wandeln, trifft dies für uns nicht zu. David siegte nicht über Goliath, weil ihm der Zufall half, vielmehr gab Gott ihm den Sieg. Und selbst wenn Gott jemanden sterben lassen sollte, der ihm treu ergeben ist, dann geschieht dies nicht zufällig. Dann geschieht dies darum, weil dieser Mensch sich für das Reich Gottes qualifiziert hat. Schauen wir uns kurz noch Offenbarung Kapitel 14 an. Offenbarung Kapitel 14. Eine Stelle, die uns Trost geben sollte, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Wir wissen, dass eine Zukunft besteht für diesen Menschen. Mit dem Tode ist eben nicht alles aus. Offenbarung 14 und Vers 13. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Selig sind, glücklich sind, gesegnet sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
Ihre Werke sind bei Gott nicht vergessen. Jesaja Kapitel 57. Jesaja Kapitel 57, die Verse 1 und 2. Jesaja 57, die Verse 1 und 2. Der Gerechte ist umgekommen und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt. Und fromme Leute sind hingerafft und niemand achtet darauf. Ja, der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit, aber nicht durch den Zufall. Und geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Die ruhen, die schlafen, aber die werden auferweckt werden zu ewigem Leben. Psalm 116. Psalm 116 und Vers 15. Psalm 116 und Vers 15. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und auch in Psalm 72 und in Vers 14. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen und ihr Blut, also ihr Tod, ist wertgeachtet vor ihm. Sie sind nicht vergessen. Gott hat sie sterben lassen, weil sie ihren Plan, ihren Zweck erfüllt haben, und sie werden auferweckt werden zu ewigem Leben. Zum Abschluss Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Und auch dies zeigt uns, dass der Zufall nicht über das Leben wahrer Christen herrscht. Und wer diese Auffassung hat, der kann nicht einen engen und notwendigen und intimen Kontakt mit Gott haben, wie er ihn haben sollte. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Selbst unser Leid hat einen Zweck. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und als letzte Stelle, Kapitel 14 im Buch Römer und in Vers 8. Und das ist die Hoffnung, die wir alle haben müssen, die Zuversicht, den Glauben, die Gewissheit, dass nichts, was in unserem Leben geschehen kann, zufällig ist, in dem Sinne, dass Gott keinerlei Macht hat über uns, keinerlei Gewalt hat über uns, dass Gott unfähig ist, uns zu helfen, uns zu beschützen, uns zu bewahren, zu leiten und zu lenken. Schauen wir uns dies an. Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.